lustig, dass ihr das immer so, ja, so akzeptiert, ne? Können wir nochmal? Wie oft können wir das machen? Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Wie oft können wir das machen? Siehst du bei den Quests? Ah ja. Dann machen wir mal. Von 9. Also war es das jetzt? Nachdem du wie viele... Ah, okay. Je nachdem, wie viele Kultisten du schon getötet hast, das wird halt immer teurer. Okay, jetzt habe ich ja... Genau, jetzt habe ich 0 von 9. Also muss ich erst 9 Kultisten töten. Ja, nice. Stufenaufstieg. Jetzt habe ich Stufe 3 müsste das sein. Nee, Stufe 4. Das ist ja schön. Aber ich brauche Stufe 5 für alles. Das heißt, ich lasse die mal da. Ich lasse sie mal. Dann kann ich, wenn ich Stufe 5 habe, kann ich ganz viel machen. So. Dann schauen wir mal kurz. Wir könnten ja jetzt mal Kultisten jagen. Okay, 3, dann 5 und jetzt 9. Okay, ja. Gut. Der Weiße will Brasilias Tod sehen. Oha. Details. Oh. Der Kentau von Euboia. Euboia. Versprach den Kosmos den gesamten Reichtum, den er mit seinen Kupferhandel anhäuft. Doch für den Kupferhandel braucht man Sklaven, viele Sklaven. Und so schickte der Kult die Schiffe mit den verlorenen Seelen. Tja, das ist doch mal was. Da werde ich mal ein bisschen den Sklavenhandel unterbrechen. Ach, da muss ich ja eh hin mit den Hirsch. Und da ist noch jemand. Dann machen wir zuerst den. Nachdem Asterios seine Eltern bei der persischen Invasion seine Gattin an einen Sturm und danach seine Kinder, Freunde und Mannschaftskameraden verloren hatte, segelte er nicht mehr aus einer Liebe zur See heraus, sondern wegen des Verlangens, all diese Toten zu rächen. Doch wie viele Tote trieben in Asterios Kielwasser? Hunderte, Tausende? Und dann würden sich diese Toten erheben, Vergeltung üben und ihn hinab in den ewigen Schlaf zu seinen Lieben. Ja, nice. Wer will Brasilias Tod will? Ey, gibt die zu erkennen. Ich würde nur reden. Ich frage für einen Freund, wer bist du? Ja, aber bei dem haben wir wirklich nur den. Das eine. Also. Da müssen wir noch ein bisschen weiter forschen. Ja, so eine Tür will ich auch haben. So eine tonnenschwere Steintür, die einfach wie eine schön funktionierende Schiebetür funktioniert. Wo kann ich mein Schiff holen? Irgendwo auf der Insel müsste ich doch mein Schiff holen können. Ah, ich gehe hier genau richtig.
Als ob ich gewusst hätte. Ja, könnte. Ach, das ist hier der Hafen. Okay, alles klar. Ja, hätte ich ja ein bisschen. Guten Tag, die Herren. Die Damen. Stimme, ich habe ja hier die Frauenkuh. Ah, stimmt. Setzen wir die Segel! Ziemlich viele Schiffe. Ein großer Punkt, oder? Hm, ja. Das echt nicht für jeder Mann. Bereit zum Gefecht! Wieso ich jetzt den allen einfach killen konnte. Ja, ich verstehe nicht, warum der Kosmos-Typ nicht eingegriffen hat. Aber der war, glaube ich, dann, als ich eingegriffen habe, schon zu weit weg. Yo!
glaube, wenn ich den jetzt angreife, greifen die Kleinen auch mit an. Aber zum Glück ist der Große schon weg, dieses. Habe ich den jetzt... War das der eine? Schon, ne? Ja. Ja, ich habe einen Artefakt. Sehr gut. Button? Er ist halt auch nice. Attentatschaden, Jägerschaden, Kriegerschaden. Der war eigentlich auch sehr gut. 30% kritischer Schaden bei von der Gesundheit. Das war schon. So. Hast eine neue Info bekommen? Ah, cool. Cool, cool, cool. Ja, das ist ja hier schon. Die Insel. Kultisten. Hier. Teils der Weiße ist ein Schiffsführer und der. Wie für eine. Asterius. Hm.
Upsi. Okay. So, aufdecken können wir da keinen, außer, warte, außer, den da. Genau. Da treiben Trümmerteile im Wasser. Oh, dann holen wir halt Trümmerteile. Das ist halt schon wieder halb acht, ne? Geht so schnell vor. Ich wollte eigentlich, ich habe eigentlich überlegt, heute ein bisschen früher aufzuhören. Aber jetzt kann ich natürlich machen. Das kann ich auch. Wir folgen 3 Stunden. Und voll, voll der krasse Chor hier. Kann ich den Gesang eigentlich lauter machen? Ich will mal kurz schauen. Audio. Musikhäufigkeit. Ja, Effekte auf 80 machen. Gehört es zur Musik oder gehört es zur Sprache? Man weiß es nicht. Naja. Dann munkelt. So, ich werde die Segel einholen! Wachtel jetzt hinsegeln lassen. Ruhig jetzt! Kapitän verlässt das Steuer! Viel Spaß. Irgendwie macht es Laune auf, keine Ahnung, auf Meer und im Meer schwimmen gehen. Und das von jemand, der eigentlich eher auf den Norden steht. Ich habe mir überlegt, wegen Assassin's Creed Valhalla, dass ich das wahrscheinlich jetzt so machen werde, also es sei denn, jemand hat Einwände, dass wir das nach Odyssey spielen. Also das heißt, wir spielen zuerst Odyssey durch, also weiß nicht, ob wir es komplett durchspielen, je nachdem. Und dann danach spielen wir auf jeden Fall Valhalla. Und wenn wir Cyberpunk durchgespielt haben, spielen wir Witcher. Würde ich sagen. Weil auf Witcher habe ich ja nicht sehen lassen. So Bock. Aber also Cyberpunk wird ja auch noch sehr lange dauern. Also extrem lange dauern. Warte, wo ist denn der? Bin dafür, das ist gut. Ich
Ist das schon die Vorhut, sag ich mal? Geht da ein Tunnel dabei? Ja, das sieht so aus. Ja, das sieht ganz danach aus. Gut. So. Ja, falsche Richtung. Also ich war das nicht. Na schön. Bam, 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 bam. Es sind einige Tiere dabei, ne? Gefangenen befreien, Banditen anführen. Ah, das sind Banditen. Passt ja. Ich gehe doch lieber von hier aus. Bleib, wo du bist, dann passiert auch nichts. Ich meinte natürlich, ja, das ist okay. Das ist jetzt nicht mehr ganz so blöd. Und? Ah, nee, Hunde kann ich nicht aufheben. Ja, jetzt kommt die nächste auch noch, oder was? Nee, doch nicht. Gut, gut, gut. Gute Entscheidung, dann lebst du noch ein paar Sekunden länger. Von wegen. Dein letzter Atemzug! Haben die mich gesehen? Natürlich haben sie mich gesehen. Das ist ein Bonschuss-Schieß-Duell. Gut, also auch Adrenalin. Ja, schlagen kann ich dich schon. Tag der Herr. Ja, wo bin ich? An sich könnte ich alle hier töten. Das wäre mal cool. Du hast eine Leiche? Ja, ich auch. Du hast hier nichts. Versuchen? Ja, doch, doch. Ich hab hier Leichen. Ich wollte es gerade melden. Was hast du hier zu suchen? Weißt du es nicht? Ich suche hier Leichen. Der Tod kommt zu dir. Ich glaube, ich finde gerade welche. Das war doch mal schlecht angefangen, aber gut aufgehört. So. Helf mir doch! Ja, ja. Ich helfe dir. Du hast mich gerettet! Danke! Bitte! Ja, Bidi Dudo.
Schatz plündern, 1 von 3. Ich würde behaupten, die anderen Schätze sind da drin. Also, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Bildschirm raus. Gut, wir haben... Ich könnte ihn auch mit einem Knall runterfallen lassen. Also ich meine mit dem... Sollte es nicht hier sein? Ja, das stimmt. Aber ich bin... Oh, der hat einen Wolf. Was? Ich war immer der Meinung, du würdest dich gut unter den Sklaven des Kults machen. Aber erstmal lernst du zu gehorchen. Guten Tag. Oh, naja, okay, so viel Damage hat, das kann ich machen. Wo rennst du denn hin? Wo schieß ich denn hin? Was machst du denn? Cool, voll gelenkig bist du. Das Assassin-Ding zusammen mit dem Helmschlag. Oh, hast du mir ja gerade winken? Ist halt richtig, richtig hart. Also ist richtig, richtig gut. Ich töte dich gleich. Oh. Gut bestätigen. Ja! Cool! Dich wird hoffentlich keiner begraben. Nice, nice, nice. Fähigkeitspunkt, ja, ich weiß. Ich brauche noch ein bisschen was. Und zwar muss ich einige Leute noch töten. Ich brauche noch 8. Nee. Oder? Nee, jetzt brauche ich nur noch 7 Splitter. Also so 7 Leute muss ich noch töten. Dafür, dass er hier so als Sklavenhändler und so weiter. Sklavenhändler war er nicht. Er brauchte nur Sklaven. Aber dafür sind hier relativ wenige Sklaven. Also Gefolterte, das klingt auch sehr laut, aber nicht viele.